Jetzt hat uns das Verschwörungstheorie-Fieber gepackt. Ich fühle mich ja sowas von absolut ernst. So stellt man sich Bayern vor. Hässliche Menschen vor leeren Tellern und vollen Gläsern. Wenig Ausländer. Und der Laden ist sicher. Noch, wir wissen nicht, was passiert. Es wird viel passieren. Ob ihr, vielleicht können wir uns duzen, daran teilhaben werdet oder ob ihr euch innerlich ausgliedert, ob ihr zu Schläfern im Sinne einer aufgeschlossenen Demokratie werdet, all das entscheidet ihr selbst. Ich werde natürlich dazu beitragen, dass man sich positionieren muss, denn es wird flächendeckend beleidigt. Ja? Totale Intoleranz, ja? Total weckt bei manchen Leuten in Bayern falsche Assoziationen hervor. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und deswegen wird es Juden, Schwule, Neger, Türken, schwule Juden, Neger und türkische Schwuljuden mit Vorliebe treffen, aber auch Deutsche. Ja? Der Deutsche hat eine historische Verantwortung zum Humor. Das heißt, wer nicht lacht, ist Nazi. Depression sei ja eine Volkskrankheit, hat beispielsweise Frauke Ludewigs von RTL gesagt. Manche denken deswegen, Beerdigungen seien Volksfeste. Ja? Dem ist aber nicht so. Ich persönlich fand es ein bisschen verlogen, denn jeden Tag werden viele Menschen sterben, weil sie sich vor den Zug schmeißen. Andere sterben, weil sie nichts zu essen haben. Wir entdecken ja unsere Betroffenheit meistens immer nur dann, wenn sie nah genug ist und wir die Protagonisten kennen. Es wäre schön, wenn wir beispielsweise unsere Fahnen auf Halbmast hissen würden, nicht nur, wenn jemand Amok läuft in Winnenden, ja, sondern auch, wenn 40.000 Kinder jeden Tag sterben in Afrika. Wäre schön, wenn wir ein bisschen empfindlicher wären, wenn wir empathischer wären, wenn manchmal moralische Ansätze unser Denken regieren könnten, als ständig diese Sensationsgier und der Voyeurismus und gleichzeitig auch der Exhibitionismus, der unser Handeln und Denken leitet. Ich werde sowieso nicht das tun, was Sie erwarten. Das ist Prinzip bei mir. Ich finde es schön, so wie auch beim Sex, den anderen zu überraschen. Ja? Das ist im Kabarett und bei Comedy nicht mehr üblich. Kabarett und Comedy ist ja nichts anderes als dauerhaft praktizierte Missionarsstellung. Ja? Man erkennt sich nicht selbst in dem, was der andere sagt, sondern man erkennt nur wieder, dass er immer wieder das Gleiche sagt. Ja? Die großen Propheten dieser Belanglosigkeit füllen mittlerweile Olympiastadien mit ihresgleichen. Ja? Dieses Ablenkungsmanöver für Debile, ja, das funktioniert ja nur, wenn man genauso anspruchslos ist wie das Arschloch, das auf der Bühne steht. Ja? Ich hingegen bin der Meinung, Kabarett muss ein Pickel am Arsch des Zuschauers sein. Ja? Er muss ein Schlag in die Fresse sein, es muss wehtun, er muss zumindest vulgärer, brutaler, ehrlicher sein als all das, was uns umgibt, was wir tagtäglich im Fernsehen sehen und hören. Und da machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann das nicht toppen. Selbst wenn ich Begriffe sage wie Fick, Fotzen, dreckige Huren, Schlampen, Kimmensau, ja, bei denen sich die Fingernägel jedes Redakteurs kräuseln, weil er Angst hat, nein, der hat Kimme gesagt, aber privat geht er in Kinderpuff und bumst Schweine. Ja. Falls also den einen oder die andere stört, dass ich solche Begriffe benutze, ärgern Sie sich nicht, fragen Sie sich lieber, woher Sie diese Begriffe kennen. Es gibt ja viele Arschlöcher, die kommen, weil sie glauben, es wäre so eine Art Prüfung, die ich hier zu absolvieren habe. Ja, wir gucken mal. Aber all das ist egal. Eigentlich wollen wir uns doch nur gehen lassen. Sie haben dazu schon gehörigen Schritt getan. Ja, ich werde mich gleich anschließen und ein bisschen Katharsis in uns walten lassen. Ja, unkontrolliert intolerant sein, alles beleidigen, was uns in die Quere kommt. Wir haben genug Anlass dazu, wir leben in Zeiten des Mittelmaßes. Ja, deswegen ist das Olympiastadion ja auch voll, weil es einfach mehr Asoziale auf dieser Welt gibt. Ja, wohlfeile Politik zelebrieren, die eigentlich dazu führen wird, dass das, was wir vorher Schröder und Konsorten unterstellt haben, nämlich sozial ungerecht zu sein, jetzt verwirklicht wird, ohne dass wir es merken. Man merkt ja gar nichts mehr. Man ist ja so abgelenkt von den Ängsten, die einen bestimmen, ja, die inneren Diktaturen, die einen regieren, dass man die Revolutionen, nach denen man sich sehnt, schon längst ad acta gelegt hat. Und damit sind wir beim Hauptthema des heutigen Abends.
Können wir diese Ängste erkennen, die uns regieren? Können wir herausfinden, wer diese Ängste initiiert und was bringt es für uns, das zu tun? Müssten wir da nicht eine Revolution starten, Abbitte leisten? Tatsächlich könnte es was bringen, Revolutionen zu starten, um sie dann, wenn ihnen ungerecht geschieht, in Schutz nehmen zu können. Dann wird nämlich Loyalität zu einem guten Ratgeber. Manche mögen es aber auch, in dieser paranoiden Haltung zu verharren. Ich beispielsweise mag es auch. Ich glaube auch alles, was man mir sagt. Ich weiß vielleicht manchmal auch ein wenig dazu. Ich habe zum Beispiel geglaubt, die Vogelgrippe sei gefährlich. Und habe kontrolliert, habe ich jemals einen toten Vogel am Strand mit dem Mund aufgehoben? Aber nein, die Maul- und Klauenseuche habe ich auch mitgemacht. Rinderwahn habe ich überlebt. Ja? Obwohl ich dachte, Wissenschaftler haben es ja prophezeit, in 10 Jahren, wenn die Inkubationszeit von BSE vorbei ist, wird halb Europa ausgerottet sein. Ich hab's geglaubt. Ja? Gut, Irritation ist wichtig. Es ist keine Provokation, das darf man nicht verwechseln. Provokation kann man nicht anlegen. Ich weiß ja nicht, wie empfindlich Sie sind. Aber ich kann versuchen, Sie zu irritieren, damit Sie wenigstens einen fruchtbaren Gedanken in sich tragen und vielleicht sogar hier raus. Das ist ein hehrer Anspruch. Meistens gelingt das nicht. Ja, gut, bei den Formaten, auf die man geeicht ist, ist das verständlich. Ja? Wenn Sie heute Fernsehen, dann sehen Sie Asoziale, die asozial sind für Asoziale. Ja? Die Ansprache wird auch immer primitiver. Ich beherrsche nicht mehr die Terminologie des politisch Korrekten. Ich sag allen alles ins Gesicht. Ja? Arschloch zum Beispiel. Wenn einer mir nicht gefällt, Arschloch. Ja? Ich lasse einfach raus. Arschloch. Und Sie können mich ja heute für Sie sagen lassen, was Sie sich nicht zu denken trauen. Und dann können Sie vielleicht morgen durch die Stadt gehen und befriedigt denken, weil ich es ja für Sie schon getan habe. Es fühlt sich einfach gut an. Ich meine, Sie sehen Gesichter im Fernsehen. Arschloch! Es klappt nicht immer. Manchmal erwartet man ja auch noch was von Leuten oder möchte sich nicht verscherzen. All das ist bei mir vorbei. Ich bin nur noch pragmatisch. Deswegen heißt unser Programm heute Abend auch so, wie es nicht sein wird. Liest, reden, historische, von Osama Bin Laden bis Roland Koch. Ich habe mir gedacht, das hört sich gut an. Der Hassprediger feiert Opferfest im Schlachthof. Och Mann. Vielleicht tröstet es dich ja zu erfahren, dass die Apokalypse naht. Vergrab dein Gold. Du hast doch Gold gekauft, oder?